Auf 12 Quadratmeter hat Rainer Reichel begonnen. 1988 hat er seine Agentur gemeinsam mit seiner Frau Silvia gegründet. Mittlerweile ist Reichel und Partner Österreichs erfolgreichste Werbeagentur, auch international tätig. Sonst mal, wie ist das, wenn man beruflich und privater Team ist? Super. Na, wirklich super. Also ich habe das Glück und meine Frau hat das Glück, dass wir uns beide gefunden haben und wirklich gut miteinander zusammenkommen. Und auch noch, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, wann haben wir uns kennengelernt? 1981. Also nächstes Jahr wird es das 40. Jubiläum werden, ja, weil man es immer noch gern hat und sich etwas zu sagen hat. Ja, und wir haben uns viel zu sagen. Wir haben Kinder, die auch Interesse am Unternehmen haben und im Unternehmen zum Teil schon sind, ja, dann ist es eigentlich ein Familienprojekt und dann ist es eigentlich die natürlichste Sache der Welt. Und es ist schon gut, wenn man jemanden hat, der auf einen aufpasst. Aufgepasst wird auch auf kleine Unternehmen. Rainer Reichel unterstützt Startups und zwar so, dass sie irgendwann auf eigenen Beinen stehen können. Weil ich es total deppert finde, wenn die jungen Leute dann ihre Ideen hergeben und dann kommt irgendein Konzern und der gibt dann Vollgas. Und da ist es gescheiter, man sucht eine gute Bank und die finanziert es. Ja. Aber wir haben ganz kleine, einen Müsli-Riegel-Hersteller, True Love, handgemachte Müsli-Riegel, wo man sehen will, es geht ganz schwer und langsam, aber es geht. Ja. Die machen tolle Produkte und solche Dinge unterstützen wir auch. Also nicht nur die ganz großen, sondern auch kleinere Dinge. Rainer Reichel ist Österreichs Madman. Die gleichnamige Kultserie hat den Werbeguru geprägt. Und das spiegelt sich auch im Stil seines Headquarters in Oberösterreichs Landeshauptstadt wider. Es war natürlich genau die Szene, wie man sich Werbung vorstellt. Dicke Zigarren für Whiskygläser, Spaß in der Agentur und so nebenbei ist halt Werbung gemacht worden. Ja. Und diesen Stil hätte man gerne ein bisschen wieder zum Leben gebracht. Ja. Passiert gelegentlich ganz gut bei uns in der Agentur und ist eine Lebenseinstellung auch. Ja. Stichwort Lebenseinstellung. Beruflich ist der 58-Jährige auch international erfolgreich. Vor 4 Jahren hat die Diagnose Krebs sein Leben aber schlagartig verändert. Anmerken lässt sich der Unternehmer davon nur wenig. Ich habe Erfüllung in meinem Job, es macht mir große Freude. Ich habe ein gutes soziales Umfeld in der Familie, aber in den Freunden oder in den Mitarbeitern, bei Reichel und Partner. Und das hilft schon, auch schwere Dinge einfach zu überstehen. Und grundsätzlich bin ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Und ich habe immer gesagt, ich werde wieder gesund und ich bin am besten Weg. Und bin eigentlich zuversichtlich, dass ich es auch ganz schaffen werde. Also mein Tumor ist seit 2 Jahren nicht mehr aktiv. Ab und zu kommt er, wenn ich halt auf die Chemo vergesse, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich geht's gut. Gibt es sowas wie einen Wunsch, den Sie gern begleiten würden, beruflich? Ja, also ich habe schon bedingt durch meine Geschichte das Thema Health als Schlüsselbereich für Reichel und Partner auch gesehen für die Zukunft, wo wir wachsen wollen. Und wir betreuen schon einige Kliniken wie die Diakonissen in Linz, aber auch Ärzte, Pharmaunternehmen, Nahrungsergänzungsfirmen, der ganze Wellness und auch der Beauty-Bereich ist natürlich für Reichel und Partner immer schon gut gewesen. Wir haben doch über 15 Jahre für Marinose, Parfümeries in Österreich gearbeitet und das Unternehmen mit aufgebaut. Baut, bevor es verkauft worden ist. Die sind schon Bereiche, wo es uns Spaß macht. Aber es gibt auch Lebensmittel. Getränke sind natürlich auch immer gute Sachen für eine Agentur. Also es macht eigentlich viel Spaß.